und schlage. Jensi Polnick Casino heißt sie, eine Tourband. Seit 1999 fahren die drei Musiker mit dem Bus durch ganz Europa und spielen überall, wo ein Schlagzeug hinpasst. Sie sind berüchtigt für ihre abgedrehten Shows, die bestehen aus 100% Spaß, Rockabilly, Surf-Music und Polka-Freude, denn zwei Drittel der Band, der Drummer und ein Bass-Balalaika-Spieler kommen aus Russland. Der Frontmann Jensi Warnick ist aus den USA. Er ist gleich unser Gast im Pausegespräch. Und hier vorher noch ein Track von dem frischen Album der Band. Das heißt Pravda, sowie die russische Zeitung. Auf dem Cover der Platte dann eher eine Bild-Zeitung mit ziemlich verrückten Geschichten. Hier ist Where's My Money Punk, the Jensi Polnick Casino. My Money Punk, Jensi Polnick Casino sind das und der Frontmann Jensi Warnick, der ist bei mir, Exilamerikaner, seit 15 Jahren in Deutschland. Jetzt habe ich gelesen, du kommst aus Portland, Oregon, aber es wird auch immer vom kölschen Texaner gesprochen. Was stimmt denn jetzt? Oregon stimmt irgendwie. Aber jemand hat mal irgendwie in einer Zeitung geschrieben, ich glaube Stadtanzeiger, dass ich der kölsche Texaner bin und das ist irgendwie so ganz klangvoll irgendwie so. Also das klingt irgendwie besser als der kölsche Oregonian oder so. Das kann sich ja irgendwie keiner merken und darum, weil die Mucke halt auch mit Texas zu tun hat und so, sind wir einfach mal dabei geblieben. So. Aber eigentlich ist Oregon richtig, was ja gerade so an der anderen Seite ist, also im Norden. Du lässt den Amerikaner, du sprichst perfekt Deutsch, aber auf der Bühne ein bisschen mehr raushängen. Ich habe gerade bei YouTube-Videos gesehen, dass das so aussieht, als könntest du gar nicht Deutsch. Ja, das kommt aufs Video und ich mache manchmal auch mehr Deutsch auf der Bühne, aber ja, manchmal stelle ich das schon ein bisschen mehr in den Vordergrund, weil das halt auch irgendwie halt mit den Russen und so, das wir haben uns einfach mal russisch-amerikanische Surf Federation genannt und irgendwie
Es ist halt heutzutage so, dass du halt nicht nur Musiker bist, sondern halt dich auch eigentlich selbst verkaufen musst. Und dann bist du auch dein eigener Manager und dann denkst du auch über sowas nach und stellst sowas auch irgendwie absichtlich halt fett raus, so dass es halt irgendwie deutlich zu erkennen ist. Du merkst, es funktioniert besser als wir sind irgendwelche Leute. Ne? Zwei Rosen, ein Amerikaner aus Köln, das ist die Band und Pravda heißt das neue Album. Auf dem Cover eine fiktive Ausgabe der Moskauer Zeitung. Es geht um Hitlers Geschlechtsteile in Formaldehyd. Anarcho-Provokation oder ist da ein System hinter, was er da sagt? Ja, es soll irgendwie so eine Bildzeitung sein irgendwie. Und diese Geschichten, die da drauf abgebildet sind, die habe ich eigentlich alle mal von den Russen gehört, also zum Beispiel mit dem Führers Dings, was da irgendwie auf eBay gefunden wird, also das ist echt so eine Geschichte, die erzählen sich irgendwie die Russen und die habe ich da aufgeschnappt und habe die, und da also gibt es mehrere Geschichten da in dieser Bildzeitung, also in dieser Pravda irgendwie, die ich halt irgendwo gehört habe, die wollte ich in irgendeiner Form reinbringen und natürlich soll das wie Sau provozieren und so und ja, das System, ich habe mich schon eben vorhin überlegt, was ich dazu sagen soll, ist mir auch nicht richtig eingefallen. Wir nehmen halt so den, die Mainstream-Musik, also die, die jeden Tag so im Radio gespielt wird oder so, oder die ganze Musikbusiness von heute, nehmen wir schon wahr, dass es halt schon so eine ziemliche Farce ist und dass so die Mittelmäßigkeit halt da zelebriert wird und das finden wir halt sehr schlimm irgendwie und wir wollen halt auf jeden Fall irgendwie mit Gewalt und mit viel Provokation irgendwie da auffallen und nichts damit zu tun haben. Also das soll nicht, unser Cover soll nicht schön aussehen, das soll unglaublich und ekelhaft und da muss er dann auch irgendwie mit Hitler auffahren und mit Titten und so und wenn das überhaupt ein System ist, aber darum geht es dann irgendwie so ein bisschen. Wenn man dann das Album hört, seid ihr keine reine Spaßband. Es gibt geradezu ernste Texte, zum Beispiel Migrantenproblematik, hatte ich wahrgenommen. Schwarze Seele. Ja, das habe ich auch schon vorher gelesen, dass das die Leute als ein klassisches Einwanderer-Schicksal aufnehmen, das Lied. Das ist, stimmt ja auch irgendwie, aber das ist halt schon, man muss das schon irgendwie, ich meine, man sollte auch schon drüber lachen, weil es ist ja halt irgendwie sehr, sehr, sehr übertrieben und sehr spaßig. Und Gott sei Dank lachen halt auch viele Leute drüber. Aber dann trotzdem ist es natürlich schon so, auch wie eine Geschichte, die so nicht stattgefunden hat, aber von tausend Geschichten, die mir irgendwie mein Bruder Wladimir erzählt hat, von Leuten, die hier herkommen und so, und die halt so bestimmte Probleme haben oder bestimmte Sachen irgendwie erlebt haben, so ist dann halt diese Geschichte da gestrickt. Ja. Also es ist, ja klar, es ist ernst, also wir versuchen halt uns selber nicht allzu ernst zu nehmen, aber schon die Musik schon, also wir hassen es irgendwie so zu sagen, oh, wir sind jetzt die Künstler und es ist unser Werk und so und insofern soll es halt nicht so, so super ernsthaft rüberkommen. Es gibt die ungewöhnlichsten Beschreibungen für eure Musik, Las Vegas Punk, großen Surf, Rockabilly, Western ist dabei. Was ist, was du sagen würdest, das wirklich Heutige an Jan Sipornicke? Das Heutige? Das Heutige, das Gegenwärtige. Ah, das, also was es glaube ich nicht so oft gibt, ist, ich komme halt eher so, auf amerikanische Roots stehe ich halt irgendwie drauf, also so Country und Western finde ich ein paar Leute gut, Rockabilly finde ich ein paar Leute gut und Punkrock, aber dass ich jetzt hier mit den beiden Russen zusammen spiele, die halt irgendwie Musik glaube ich manchmal ziemlich anders auffassen und auf ganz andere Sachen stehen, also dass die Kombination zusammen ist, das ist glaube ich musikalisch halt relativ einzigartig, weil sonst, also wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, zwei Amis oder so spielen würde oder zwei Leuten, die ungefähr auf dasselbe stehen würden, dann würde das schon eher, sagen wir mal, so ein bisschen reproduzierender werden und dadurch, dass ich jetzt so zwei Leute habe, die zwar auch irgendwie schon drauf stehen, aber das dann nochmal eine ganz andere Bahn bringen irgendwie, also wie zum Beispiel ist das mit seinen Schlagzeug-Sachen, wie er das spielt, das wird dann schon was ganz anderes daraus. Ne? Seit 15 Jahren in